du wartest darauf, bis du deine Benachrichtigung hast, dass du negativ bist, dann kannst du gehen. Mhm. Falls du positiv bist, musst du weiter zum PCR-Test gehen, um das noch einmal abzuchecken und dann in die Absonderung gehen. Die IT-Probleme kennen wir ja schon. Es dürfte offensichtlich eine Überlastung des Systems sein. Da kann man nur hoffen, dass sich das jetzt verbessert. Aber grundsätzlich halte ich es einmal für gut, dass es überhaupt so ein reges Interesse an diesen Massentests gibt. Mhm. Tirol und Vorarlberg hat ja von Anfang an auf ein eigenes Anmeldesystem gesetzt. Linz steigt jetzt ebenfalls aus, beziehungsweise Oberösterreich. Was bedeutet das, dass man sich da nicht einigen kann? Wirft das jetzt nicht ein bisschen ein schlechtes Licht auf die ganze Sache? Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass wir in dieser gesamten Pandemie sehen, dass egal, ob es sich um Bundespolitiker oder um Landespolitiker handelt, dass man das Ganze auch sehr stark für politische Taktierereien und Hickhack ausnützt. Du hast jetzt ein Bundesland angesprochen, nämlich Oberösterreich, das wirklich sehr, sehr hohe Fallzahlen die ganze Zeit hatte. Also sogar die meisten. Ich kann mich noch gut erinnern, wie der Bürgermeister von Linz, als man erstmals Linz auf Gelb schalten wollte, das für eine Revolte genutzt hat. Ich verstehe den Unmut über die technischen Pannen, finde ich auch nicht gut. Aber es hindert ja kein Bundesland, das sieht man an den Beispielen Tirol und Vorarlberg, vor allem Vorarlberg, wo es offensichtlich sehr, sehr gut läuft, das selber zu organisieren. Mhm. Südtirol ist ziemlich klein, ist auch eine Provinz in Italien und hat das selber organisieren können. Mhm. Was hast du für einen Eindruck? Jetzt ist der erste Tag noch nicht ganz vorbei. In der Früh war recht viel los, jetzt zu Mittag nicht mehr so. Was glaubst du, wie wird die Beteiligung sein an den Massentests? Ich glaube, dass sie weit geringer sein wird, als sie in Südtirol war. Weil mit der Slowakei will ich es auch nicht vergleichen, weil da gab es ja auch viel schärfere Maßnahmen. Das heißt, du durftest überhaupt nur zwischen 1 Uhr in der Früh und 5 Uhr in der Früh rausgehen, wenn du nicht am Massentest teilgenommen hast. In Südtirol war es auch freiwillig. Also ich glaube nicht, dass wir eine dermaßen hohe Rate erreichen werden. Das Teilnahmeziel soll bei 60% liegen. Also du glaubst, das werden wir nicht erreichen? Also ich lasse mich gerne positiv überraschen, aber es würde mich wundern. Was bedeutet das, wenn dann doch nicht so viele Menschen dorthin gehen? Hat sich dann eigentlich nicht eh schon erledigt? Weil es müssten ja viele hingehen, damit wir ein genaues Bild haben der Situation. Schau, ein genaues Bild werden wir so und so nicht kriegen, weil dazu müsste man tatsächlich an 2 bis 3 Tagen durchtesten. Dann kriegst du eine Momentaufnahme für diesen Zeitraum. Wenn ich das natürlich über 10 Tage laufen lasse, ist es so und so keine richtige Abschätzung. Aber was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass man möglichst viele, die positiv sind, die sonst noch einige Tage unentdeckt rumlaufen würden und andere anstecken könnten, rechtzeitig findet, isolieren kann und damit das Infektionsgeschehen eindämmen kann. Ich erinnere nur daran, wir haben heute erneut über 3.800 Neuinfektionen. Wir haben schon wieder weit über 100 Tote. Das heißt, wir haben nach wie vor eine sehr, sehr angespannte Situation in Österreich. Und da wäre natürlich jeder, den man per Test jetzt rechtzeitig findet, ein Vorteil. Warum, glaubst du, ist der Zeitpunkt für die Massentests so gewählt worden? Man hat den Eindruck, es ist ein bisschen überstürzt passiert. Deswegen hat es ja auch diese IT-Pannen im Vorfeld gegeben. Warum muss das genau jetzt stattfinden? Naja, grundsätzlich wollte man es machen, weil man gesehen hat, Südtirol hat 1% Positive rausgefischt und hat damit wirklich das Infektionsgeschehen zumindest derzeit einbremsen können. Auch die Slowakei, wobei da bin ich mir nicht ganz so sicher, wie erfolgreich das war. Und man wollte halt diese Phase nach dem Lockdown nutzen. Man weiß, dass man im Grunde für unser Infektionsgeschehen sehr früh, ich glaube zu früh, öffnet. Und damit wollte man irgendwie versuchen, gegenzusteuern. Natürlich war die Phase sehr, sehr knapp. Dann kommt dazu, was wir am Anfang besprochen haben, permanente, ohnehin Hickhack mit keiner vertraut keinem zwischen Bund und Ländern, macht es nicht gerade leichter.